Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher, es ist ein ernstes, ein trauriges, aber ein ganz wichtiges Thema und deswegen gut, dass wir wenigstens noch am Ende dieser Legislatur hier auf die Notwendigkeit dringen, diejenigen, die sich selber töten wollen, zu erreichen, ihnen ein Angebot zu machen. Die Zahlen hatte Henke schon genannt, 10.000 Menschen pro Jahr. Im internationalen, im europäischen Vergleich liegen wir hoch. Andere Staaten haben auf diesem Feld mehr erreicht. Wir wollen mit diesem Antrag auch dafür sorgen, dass der Anschluss hier erreicht wird. Die meisten, die sich selber töten wollen, nicht sterben. Sie wollen nur nicht mehr leben. Sie wollen so nicht mehr leben, mit den Ängsten vor der Zukunft, vor Schmerzen, vor Einsamkeit. Da gibt es viele Gründe. Nicht immer ist der Suizid Ausdruck einer psychischen Erkrankung. Es ist aber immer Ausdruck einer tiefgreifenden seelischen Krise. Und da ist es schon ganz wichtig, dass wir ein Angebot machen. Frau Wöllert, ich wollte noch ganz, das ist mir ganz wichtig, betonen, wir haben natürlich mit vielen Gesetzen, die wir in dieser Legislatur gemacht haben, auch Lebensumstände verbessert, auch wenn sich das nicht in jedem Satz widerspiegelt. Und auch wenn man da noch mehr tun könnte, ich will das jetzt nicht aufzählen, sondern so pauschal erst mal stehen lassen, aber dafür gibt es viele, viele Beispiele. Für uns als Gesundheitspolitiker und Politikerinnen ist es wichtig festzustellen, dass diejenigen, die einen Suizid hinter sich gebracht haben, dass mehr als 80% von denen zum Zeitpunkt des Todes nicht adäquat behandelt wurden und dass 100.000 Suizidversuche oder Menschen, die einen Suizidversuch hatten, mit dem Gesundheitssystem pro Jahr in Kontakt kommen. Und da müssen wir uns schon fragen, wo ist die Aufmerksamkeit, wo wird diesen Menschen ein Angebot gemacht, was kommt hier vielleicht in der Ausbildung und Weiterbildung zu kurz. Das ist sehr wichtig, sich mit diesem Teil zu beschäftigen. Es gibt viele gute Angebote. Ich denke, über die im Antrag erwähnt sind, hinaus denke ich an das Xylophon in Bonn, ein Angebot, das Angehörigenverbände eingerichtet haben, an das Atriumhaus in München. U25 finde ich ganz wichtig. Bei Menschen bis zu 25 Jahren ist der Selbstmord die zweithäufigste Todesursache. Und wir haben 500 Suizide in dieser Altersgruppe bis 25 pro Jahr. U25 gibt diesen Menschen über einen E-Mail-Kontakt ein Angebot. Das BMFS FJ fördert diese Maßnahme zunächst mal zeitlich begrenzt. Aber es ist eben auch wichtig, so etwas in die Regelversorgung aufzunehmen. Und wie wichtig auch geschlechtsspezifische Angebote sind, möchte ich Ihnen an einem Beispiel einer Einrichtung, die es in Köln gibt, deutlich machen. Jedes siebte lesbische Mädchen in Nordrhein-Westfalen im jungen Alter bis 23, 25 stirbt durch eigene Hand. Und deswegen gibt es dieses Angebot, finanziert vom Land Nordrhein-Westfalen, noch von der alten Regierung vor Jahren eingeführt. Stadt Köln ist beteiligt und auch, ich glaube, die Sparkasse. Das ist aber nicht entscheidend, sondern dass es ein solches Angebot gibt. Ich habe das bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, fand die Zahl wirklich auch erschütternd. Und das zeigt eben auch, wie sehr wir uns darum kümmern müssen, dass geschlechtsspezifische, gruppenspezifische
Angebote in das System auch verankert werden. Und wir müssen uns immer wieder deutlich machen, diese Krisendienste, ob Telefon, ob online, ob in der persönlichen Beratung, sorgen ja nicht nur dafür, dass ein Suizid weniger stattfinden kann, sondern ist ja auch verhindert ja auch Zwangsmaßnahmen, Zwangseinweisungen, die häufig hier stattfinden. Aber wie geht es weiter, nachdem man die Menschen hier erreicht hat? Wo sind die Versorgungsketten? Wo sind die regionalen Versorgungspunkte? Wo sind die niedrigschwelligen und zielgruppenspezifischen Angebote? Davon gibt es zu wenige. Es ist viel passiert. Herr Henke hatte schon erwähnt, das nationale Suizidpräventionsprogramm NASPRO 2002, da war Frau Präsidentin noch Ministerin, eingeführt, ein hervorragendes Projekt oder Institution, muss man sagen. Und wir haben auch vieles an Gesetzen gemacht, das diese Menschen flankiert und unterstützt, vom Präventionsgesetz, Setting, betriebliche Gesundheitsförderung. Es gibt vieles, die Palliativversorgung, aber hier muss noch mehr geschehen. Daran wollen wir arbeiten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und auch wenn ich weiß, dass manche das nicht mehr hören können, es ist wahrscheinlich meine letzte Rede. Und deswegen möchte ich auch Danke sagen. Wenn etwas gut ist an diesem Beruf, den wir haben, dann ist es, dass man im Kleinen wie im Großen etwas verändern kann und dass man dabei so viele kompetente Menschen trifft mit Kontakten, die auch wirklich bereichernd sind. Nicht im finanziellen Sinn natürlich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kühlmengel. Auch von unserer Seite aus noch einmal Dank für die Arbeit, die Sie hier geleistet haben. Seit vielen, vielen Jahren hier im Deutschen Bundestag und vor allen Dingen immer sehr nah am Menschen, wie man sagt, immer sehr stark in der Gesundheitspolitik, Patientenversorgung, auch die Frage, wie sieht das am besten für die Menschen aus? Sie waren die erste Patientenbeauftragte hier, die wir auf der Bundesebene hatten. Und ich glaube, die ganzen Kollegen schätzen Sie auch und Kolleginnen, weil Sie eben zu denjenigen gehörten, die immer sehr stark auch auf die Qualitätsverbesserung gesetzt haben, auf Prävention, auf Versorgung, Rehabilitation und Pflege. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit und vielleicht dürfen Sie auch nächste Woche noch mal die letzte Rede halten. Dann werden wir noch mal danken. Dankeschön. Jetzt hat für Bündnis 90 Grünen